Schönen guten Morgen zusammen, euer Serge Menger. Wen hat die Welt gefragt, bevor die im Irak einmarschiert sind und Saddam Hussein entmachtet haben? Wen hat die Welt gefragt, bevor es in Afghanistan losging? Ich kann mich nicht daran erinnern. Was für Lügen wurden den Menschen nicht aufgetischt, was Irak angeht, von dem man behauptet hat, die würden irgendwelche Bio-Waffen herstellen unter Powell, welches heute bewiesen ist, dass er gelogen hat, so viel gelogen hat, dass es Tausende, aber Hunderttausende Menschen diesen Krieg das Leben gekostet hat. Es war scheißegal. Es war der Welt scheißegal. Wir haben diese Lüge gefressen. Und was ist heute? Ein destabilisiertes Land, welches nicht vorankommt. Ja. Gaddafi, dasselbe. Lügen über Lügen, einmarschiert. Gaddafi tot. Was hinterlässt man? Westen, Amerikaner und die Engländer und ihren ganzen Anhängsel. Chaos. Überall, wo ihr bis jetzt gewesen seid, habt ihr Chaos hinterlassen und habt die Fluchtursachen weltweit selbst verstärkt. Glaubt ihr, wir sind so dumm, eure Agenda nicht zu erkennen? Glaubt ihr, die Menschen sind so dumm, eure Absichten nicht zu erkennen, warum sowas gemacht wird? Es geht doch immer wieder um Unterdrückung, Rohstoffe und Macht. Der afrikanische Kontinent wird seit Generationen als letzter der Klasse betrachtet. Dreckig, kein Fortschritt, korrupt und, und. Die haben doch so viel, die sind doch so reich, aber die schaffen es einfach nicht. Wie viele unserer Anführer, die ja wirklich die Qualität hatten, Lichtgestalten, sind nicht vom Westen, Amerika und diese ganzen anderen Anhängsel von euch ermordet worden? Hier im Kongo Patrice Lumumba. Ja? Unter Wissenschaft der CIA, also auch der amerikanischen Regierung, ja? Und der belgischen Regierung. Wir haben von diesem Patrioten, Sohn des Volkes, Vater Kongos, haben wir nur einen Zahn übrig behalten. In seinem Mausoleum, nur ein Zahn. Ihr wart so grausam, der wurde ermordet, zerstückelt und in einem Fass reingekippt mit Säure. Wir haben nichts, kein Andenken von diesem Sohn von Fumu Kimbangu. Einer von Gott gesendeter Patriot, der unser Land befreien wollte von seinen Dämonen, zu denen ich euch zähle. Ich könnte so weitermachen. Thomas Sankara. Was ist nicht mit ihm gemacht worden? Die Liste der ermordeten afrikanischen Herrscher, Lichtgestalten, ist lang. Und jetzt gibt es Länder, drei aktuell, bekannt in den Medien, aktuell in aller Munde, das Land Niger. Und da lasst ihr doch Demokraten, die ihr anscheinend sein wollt, zu, dass andere sagen, andere afrikanische Länder wie Nigeria auch sagen, wir werden dort einmarschieren, weil die verhalten sich undemokratisch. Und ihr schaut zu, Bundeskanzler Scholz, Sie sind eine Schande. Sie waren doch im Niger und haben den Präsidenten besucht. Welche Rede haben Sie denn gehalten? Haben Sie ihm gesagt, Sie müssen sich befreien? Aus den Fesseln Frankreichs? Damit ihr eine bessere Zukunft habt? Nein. Sie sind in meinen Augen genauso ein Heuchler wie alle anderen auch. Und für mich sind sie der schlechteste Bundeskanzler. Der schlechteste Bundeskanzler, den Deutschland jemals hatte. Ich darf dieses frei aussprechen, denn ich beleidige sie nicht. Es ist meine Meinung. Wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. So viel zu Demokratie. Wie könnt ihr es zulassen, dass dieses Land mit Krieg gedroht wird, wo ihr genau wisst,
Es verstärkt wieder, ja, die Massenflucht aus Afrika. Es ist ein Bumerang, der euch selber wieder treffen wird. Aber die Welt schaut zu. Warum? Ja, weil das Land, welches dreckige Afrikaner beinhaltet, ungebildete Afrikaner beinhaltet, einfach zu dumm ist, für seine Zukunft selbst bestimmen zu dürfen. Ja, denn wir sind doch schwarz. Wir werden doch mit Rassismus konfrontiert, überall, wo wir hingehen. Man will uns ja nicht haben. Aber unsere Rohstoffe wollt ihr haben. Die Zukunft der jungen Afrikaner wollt ihr haben. Bwana, Massa, oh, verbeugt euch vor dem weißen Mann, der kommt und sagt, ich werde euer Retter sein. Und damit meine ich nicht eure Bevölkerung. Ich meine eure Regierungen. Denn mein deutscher Nachbar oder italienischer Nachbar oder sonst wo der herkommt, der kann nichts dafür für eure Politik. Er steckt selbst in einem System, aus dem er nicht rauskommt. Afrikas Future Matters. Afrikas Future Matters. The future of the whole world matters. Aber dafür müssen wir euch Despoten erstmal loswerden. Ihr müsst, die zukünftige Generation muss es schaffen, euch aus der Politik, aus dem Rechtssystem, aus dem Machtsystem rauszujagen. Denn ihr spielt mit der Zukunft der Welt. Mein Name ist Serge Mengatsibu, ich fürchte euch nicht. Ich bin gottesfürchtig und meine Ahnen fürchtig, aber euch fürchte ich nicht. Denn die Wahrheit findet seinen Weg und das ist der Beweis dafür. Die Welt ist im Wandel. Afrika darf für sich selbst entscheiden und seine Bevölkerung. Und wenn ihr einen Despoten daraus haben wollt, dieser Präsident, der festgenommen worden ist, dann fragt euch darum. Den schenken wir euch. Jeder Despot, der in Afrika sein Volk unter Druck setzt, beklaut, das Land unserer Ahnen beschmutzt, die schenken wir euch. Sollen sie auch die ganze Kohle, die sie geklaut haben, mitnehmen. Aber lasst uns unseren eigenen Weg gehen. Und den Afrikaner im Ausland, in der Diaspora, rate ich, das ist eine Chance für uns alle, tatsächlich die Heimat aus ihren Fesseln, aus ihren Ketten zu befreien, der seit der Kolonialzeit und aktuell im Neokolonialismus stattfindet. Wir brauchen jetzt keine Tänzer, wir brauchen keine Rapper, wir brauchen keine Sänger, wir brauchen keine tolle Sportler, wir brauchen Black Mindset. Das ist, was wir aktuell brauchen. Und ich hoffe, diese Botschaft kommt an. Mit Liebe im Herzen, mit erhobener Brust und Stolz als Afrikaner, als Patriot unseres Kontinents müssen wir aufstehen. Und all unsere Brüder und Schwestern mitnehmen, die aus Europa kommen, die überall auf der Welt uns für diese Mission unterstützen wollen. Hand in Hand, Rücken an Rücken, Schulter an Schulter müssen wir marschieren. Im positiven Sinne für die Veränderung dieser Welt. Ingeta, Ingeta, Ingeta.